Und dann freue ich mich an dieser Stelle, die Open Stage eröffnen zu dürfen an diesem wunderschönen Tag hier in Metalaville. Und man bat mich, das hier mit einem kleinen Vortrag zu machen, den ich gerade ausgearbeitet habe. Also ich möchte euch was vorstellen. Und zwar ist der Bauchi ja vor 2 Jahren von der Bild-Zeitung zum Hippie-Guru gemacht worden. Und wir haben uns gedacht, sowas kann man vielleicht irgendwie nutzen. Und dann kam letzte Woche irgendwie dann auch noch so die Idee von wegen, boah, die nennen uns seit Jahren, kommen die uns immer mit der Frage, seid ihr eine Sekte? Und das erste Mal in meinem ganzen Leben kann ich aus vollem Herzen sagen, fuck yeah, weil wir haben die Flotology gegründet und sind jetzt eine Sekte. Und weil wir keine halben Sachen machen, habe ich natürlich auch ein Manifest dazu geschrieben. Gerade eben, mal kurz. Und das geht wie folgt. Also das ist das Manifest der Flotology. Hintergrund des Ganzen. Die Flotology versteht sich als exorbitant obsolete Sekte, deren Existenz der Aufgabe verschrieben ist, den Glauben an den Flow wieder zu reaktivieren. Wir glauben fest daran, dass eine höhere Führung... Achso, ihr müsst das bitte alle völlig ernst nehmen. Und wenn ich fertig bin, ganz viel jubeln und so, ne? Und Lobpreisen und so, Engelschöre, ihr wisst, wie es geht. Wir glauben fest daran, dass eine höhere Führung, der wir alle angehören, für alles verantwortlich ist, was passiert. Der Flow ist genau genommen das Leben selbst, von dem jeder ein Teil von uns ist. Nee, jeder von uns ein Teil ist. So, steht das auch da. Hm? Mensch und Tier, Pflanzen und Mineralien, eben alles, was Teil des alles einenden Ganzen ist. Dieses Ganze drückt sich durch das aus, was wir täglich erleben, nämlich den Flow. Der Flow beinhaltet und berücksichtigt jedes Einzelinteresse eines jeden von uns, und die Flowtology soll uns helfen, unseren Glauben in uns selbst und den Flow, den wir alle gemeinsam auslösen, zurückzugewinnen. Der Flow. Der Name Flow bedeutet ein Phänomen, das sich immer wieder überall um uns herum beobachten lässt. Er fällt vor allem immer dann auf, wenn einer unserer kleinen Pläne nicht funktioniert. Wenn da etwas kommt, das diese Pläne überfährt wie eine Dampfwalze. Dieses Etwas ist der Flow. Er ist omnipräsent und ständig aktiv und er scheint offensichtlich sehr gut zu funktionieren. Wesentlich besser jedenfalls als unsere kleinen Pläne. Daher stellt sich die Frage, wie weise es ist, noch irgendetwas zu planen, wenn die Alternative darin besteht, die Zeichen des Flows lesen zu lernen und ihnen zu folgen. Aus jahrelang angesammelter Erfahrung lässt sich sagen, dass das Leben auf diese Weise wesentlich weniger frustrierend ist. Der Flow ist eine Naturgewalt, unaufhaltsam und von niemandem allein zu kontrollieren. Lernen wir im Einklang mit ihm zu leben, werden Dinge wie Kontrolle und Gewalt exorbitant obsolet, die lediglich gebraucht werden, um gegen ihn zu kämpfen. Es ergibt keinen Sinn mehr, gegen ihn anzukämpfen, weil wir dadurch lediglich im Kampf mit uns selbst und einander verstrickt sind. Aber in ihm können wir uns alle als die Einheit wiederfinden, die wir Gott gegeben sind. Die Flotology. Die Flotology ist eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten jeder Art zu treffen, um gemeinsam von und miteinander zu lernen. Dabei ist jedes Mitglied dieser Sekte sein eigener Guru. Unser Credo lautet, you don't need a guru, just be your own guru and follow the flow. Wir sind der festen Überzeugung, dass kein Wesen das Recht hat, über ein anderes zu bestimmen. Jeder kann von jedem lernen und im Miteinander ist es einfach schöner und deswegen richten wir uns in dieser Sekte auf dieses Miteinander mit allem um uns herum aus. Wir glauben fest daran, dass die Welt schöner ist, wenn wir Hand in Hand leben.
Es gibt in unserem Leben keine Konkurrenz. Das Leben ist kein Wettrennen und wir haben beschlossen, aus unserem eigenen Leben etwas anderes zu machen. Die Floatology ist eine allgemein anzuerkennende Glaubensgemeinschaft, geeint in der felsenfesten Überzeugung, dass jeder glauben darf, was er möchte. Daher unterscheiden wir uns von allen anderen Sekten, weil wir nicht nötig haben zu missionieren. Das macht uns natürlich, das macht uns allein schon mal zur allerbesten Sekte. Wir sind die beste Sekte der Welt. Nur das steht hier nirgendwo, aber das... Ne? Wer ein Teil dieser Sekte sein möchte, braucht sich einfach als eines zu fühlen und verhalten. Aufgabe der Floatology ist vor allem anderen... die Welt dabei zu unterstützen, ein ausgeglichenes Energiefeld herzustellen. Unter anderem, indem entsprechende Projekte auf physischer, materieller Ebene unterstützt werden, die dafür sorgen, dass die Ausbeutung der Erde nachhaltig verringert wird. Die Floatology ist eine logische Konsequenz aus der Corona-Krise, in der von den Menschen erwartet wurde, allergrößten Schwachsinn zu glauben und zu praktizieren. So entstand einfach so die Sekte der Corona-Gläubigen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt, einfach so eine Sekte zu gründen, die in eine andere Richtung weist. Die Sekte, die Floatology, wurde am 21.08.2020 von Guru, in Klammern Jesus Bruder Bauchi, aus einem Bauchgefühl heraus, also dem Flow folgend, gegründet. Bereits am nächsten Tag zählte die Sekte über 10 Mitglieder. Unser Verhaltenskodex. Ob bewusst oder nicht, ist jeder ein Teil der Floatology, der sich an unseren Kodex hält, der auf 4 uralten Erkenntnissen basiert, die wir die 4 goldenen Weisheiten nennen. Sie lauten wie folgt. Erstens, riech dir keinen Schaden an, dann kannst du tun und lassen, was du möchtest. Zweitens, lebe dein eigenes Leben und lasse andere das ihre leben. Sie sind deine Geschwister. Sag immer offen, was du denkst. Wenn es Probleme gibt, helfen Geheimnisse nicht weiter. Behalte den Frieden, die Ruhe, die Liebe und die Freude in allem im Fokus. Achso, und das waren jetzt 3 und 4 und so, ne? Müssen wir ja einfach aufteilen vergessen. Passiert schon mal. Diese 4 goldenen Weisheiten, die eher als Spielregeln zu verstehen sind als ein Gesetz, ermöglichen ein Leben im Flow. Sei dein eigener Guru und lerne mit anderen Gurus der Floatology die Wellen der Dinge zu reiten, die da kommen und gehen. Wir sind der Flow und denken, dass die Zeit gekommen ist, uns dessen wieder bewusst zu werden. Es fühle sich jeder herzlich eingeladen, der Floatology beizutreten, der ein selbstbestimmtes Leben leben möchte, ohne dabei auf Gleichgesinnte verzichten zu müssen. Die Floatology ist prima geeignet für Leute, die immer schon mal gern bei einer Sekte dabei sein wollten, einfach nur um zu sehen, wie das so mal so ist, mal bei einer Sekte dabei zu sein. Vergiss bitte bei allen Anstrengungen, irgendwo dazu zu gehören, eines niemals nicht. Egal, was du erzählst, nichts spricht eine deutlichere Sprache als deine Handlungen. Sei sicher, dass du sie genauso im Auge behältst wie die Leute um dich herum. Halte dich dabei an deine eigene Wahrheit. Sie ist die einzige, die du je erleben wirst. So, und letzter Punkt ist Mitgliedschaft. Jeder kann Mitglied der Floatology werden. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Kostenlose Mitgliedschaft ist durch simple Einhaltung des Ehrenkodex zu erlangen. Hältst du dich an die 4 goldenen Weisheiten und beginnst dir selbst zu folgen, erfüllst du die Bedingungen eines Mitglieds unserer Sekte. Du darfst allen stolz davon erzählen und es ist dir erlaubt, dich als einen unserer Gurus zu identifizieren. Darüber hinaus gibt es 3 Möglichkeiten, Ehrenguru-Mitgliedschaften zu erwerben, durch die man der Floatology hilft, Gelder für nachhaltige Projekte zu sammeln. Beispiele dafür sind The World Becomes One, 2020 die neue Erde, Ubuntu, Off Moon, etc. Erstens.
Ehrenguru kann man werden für 8,88 Euro jährlich. Zweitens. Premium-Ehrenguru kann man für 88,80 Euro jährlich werden. Drittens ist Premium-Ehrenguru Gold für 888 Euro jährlich. Nur, es ist ein Witz. Ne? Also eigentlich verschenken wir hier die Mitgliedschaften. Es ist ich muss echt noch mal ein bisschen darüber nachdenken, mich nicht immer unter Preis zu verkaufen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, für eine einmalige Zahlung von lausigen 8.880 Euro eine Diamond-Guru-Mitgliedschaft zu erwerben. Zu jedem dieser Diamond- und Ehrengurus wird ein Badge und ein Zertifikat zukommen gelassen, das stolz getragen und herumgezeigt werden darf. Innerhalb der Sekte sprechen wir uns augenzwinkernd mit Guru an, von Guru zu Guru, und unser Gruß ist der Hashtag Friedensfänger. Peace out. Welt, mach dich bereit. Du hast verloren. Wir kommen jetzt und läuten das neue Zeitalter ein. Und jetzt dürft ihr alle jubeln. Yeah. Ja. So. Was ich noch sagen wollte. Dankeschön. Ja, dann waren Melli und ich in den letzten Monaten eher schon produktiv. Und es ist mir ein Anliegen und eine Ehre. Was? Die Bibel. Ich bin in Österreich, Bibel der Flotology vorzustellen. Und das ist, das muss alles noch ins Manifest rein. Ihr seht, das ist noch, das ist Pre-Release. Die Melli und ich haben in den letzten Wochen ein Buch geschrieben, wo wir uns sehr darauf freuen, euch das demnächst vorstellen zu dürfen. Und das Buch heißt Eins mit allem, eine Liebesgeschichte. Und ich kann euch vielleicht kurz mal... Nee, kann ich nicht. Hast du? Nee, Klappentext vorlesen? Nee, scheiße. Ja, jetzt, geh mal rein, guckst ob du... Nee, auf meinem Handy. Wenn du mein Handy findest, dann habe ich es da drauf. Kann ich den gleich... Also, glaub mal, so, du blendest es ein. Ja. Dann kann man, guck mal, Stopp drücken und lesen. Jetzt. Und jetzt kann man weiter gucken. Und in diesem Buch, das ein Roman ist... Wahrscheinlich von der Handlung her der langweiligste Roman der Welt. Geht es darum, dass zwei Wesenheiten an einem Ort zusammenkommen, der einer Holzbank gleicht. Also es ist eine Holzbank, aber es ist ja, darum geht es in dem Buch. Das ist alles nicht real. Also auch das hier nicht und so. Ne? Und in dem Buch geht es sehr darum, wie wir uns durch Dimensionen täglich hindurch bewegen, ohne es überhaupt zu merken. Und in dem Gespräch, das diese zwei Protagonisten des Buches, nämlich Aurelia und sich unterhalten, das müssen wir anders machen. Kannst du dich umdrehen, wenn du lachst, damit ich das nicht sehe? Also Aurelia und Anne laufen da so durch die Gegend und unterhalten sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust, euch jetzt hier großartig mehr zu erzählen. Seid gespannt drauf. Es wird sich lohnen, es zu lesen. Wir sind beide völlig geflasht davon, weil wir beide irgendwie uns die ganze Zeit angucken und fragen, wie haben wir das gemacht? Wo kam das her? Die Antwort ist relativ eins. Klar, da wo alles eins ist, da wo alles eins ist. Ihr versteht mich? Ja? Genau der. Ich bin so ein Buchvorstellungsprofi, ne? Ich hab's auch richtig drauf, so. Aber es ist hammergeil, lest es einfach. Echt? Ich schwöre.
Ja, so sieht's aus. Soll ich noch was erzählen? Oder habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Vortrag? Es gibt noch Unklarheiten. Was, was ich gedacht habe. Demo. Zur Demo können wir noch was sagen. Es gibt noch sehr interessante Gedanken zur Demo in Berlin am kommenden Wochenende. Ja, wunderbar. Dann passt das eigentlich sehr zu dem, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Weil es gibt so ein paar Gedanken. Also ich bin schon seit 2010 eigentlich raus aus der Demoszene, weil mir irgendwann das zu blöd war, mich da in einen schreienden Pulk zu begeben, dem dann die Polizei gegenübersteht und mit denen dann rumstreiten müssen und so. Und dann, wo ich dann so richtig mir der Magen zusammengezogen hat, das war dann, als ich dann immer wieder hörte, wir sind friedlich, was seid ihr? So, ne, wo ich gesagt, nee, sorry, das ist nicht friedlich, da will ich auch nicht bei sein. Ich gehe im Garten demonstrieren und gehe einen Baum pflanzen. So, und aus dieser Idee ist dann halt eben, kam halt eben der Hashtag, fickt euch alle, ich gehe einen Baum pflanzen zustande. Und der ist eigentlich auch eine permanente Demo. Dafür brauche ich nicht irgendwo hinzufahren, weil ich die permanent überall da mache, wo ich bin. Und halt eben demonstriere, wie Frieden geht. Indem ich lasse mir einfach keinen Scheiß aufhalsen. Wenn Leute mit irgendwelcher Negativenergie kommen, so, dann drehe ich mich um. Habe keinen Bock drauf. Brauche mir das nicht aufzuhalten. Und das ist für mich eigentlich so der nächste Schritt, was auf das folgt, was wir so allgemein bisher Demo nannten, was eigentlich nur eine Demonstration von Protest bisher war, aber niemals eine Demonstration von irgendwas Konstruktiv-Produktivem. Und all die, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, dass allen Ernstes am Wochenende die Großdemo in Berlin mit Millionen Leuten abgesagt worden ist, ist jeder herzlich eingeladen. Tut euch zusammen, trefft euch in euren Gärten, fangt an, eure Gärten essbar zu machen, diesen Samstag, und fangt an, eure Webcams zu nutzen, um wie nennt man das, Social Media, ne? So sozialen Medien, die ja sozial sind, ne? Mit euren Inhalten zu füllen, also mit unseren. Dass wir unsere eigenen Inhalte da sehen. Ich den ganzen immer diesen komischen Corona-Kack. Also, ne, wie gesagt, ich weiß, dass es die Krankheit gibt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Spuk drumherum völlig unnötig war. Ist. Immer noch. Und wir können da sehr wohl was gegen tun. Und zwar in unseren Gärten. Und wer keinen Garten hat, der ist einfach mal lieb zu den Leuten um sich herum, die einen Garten haben. Dann dürfen die ihn vielleicht mitbenutzen. So, und ums Liebsein geht es da halt eben auch, weil dann brauche ich niemanden zu sagen, dass ich friedlich bin und ihr nicht. Wenn ich in meinem Garten sitze und hier gerade, da habe ich ja gar keine Zeit dazu. Und da kommt auch nicht die Polizei und gibt auch keinen Stress. Aber wir können im Garten demonstrieren, wir müssen nicht auf die Straße gehen. Das ist Ubuntu. Und wenn wir das alle zusammen machen, dann können wir da tatsächlich eine richtige Bewegung draus starten, die in die Gärten führt zurück, die uns dann demnächst ernähren. Weil wir die nötige kurze Arbeit reingesteckt haben, unsere Gärten in Supermärkte zu verwandeln, in denen man frische Lebensmittel von Bäumen pflücken kann. Wo wir dann wissen, wo das herkommt und so, ne? Voll geil. Und so. Und das ist halt auch was Nachhaltiges. Ne? Wenn ich den Samstagnachmittag auf einer Demo verbringe, dann sieht die Stadt ab Montag definitiv wieder so aus wie vorher. Aber wenn ich in meinem Garten am Samstag 3 Stunden da rumbuddel, dann sieht der am Montag schon mal nicht mehr so aus wie vorher. Und das macht einen Unterschied. Und das macht einen immens großen Unterschied. Und deswegen fühlt euch da bitte gerne eingeladen, euch nicht irgendwie das Demonstrieren verbieten zu lassen. Überlegt euch nur einfach mal demnächst, was ihr genau und wie demonstriert, weil dann kann euch nämlich überhaupt gar keiner mehr daran hindern. Aber auf die Straße gehen in Berlin, seht ihr selber, was passiert. Wird verboten. Stunk. Ist alles Stunk. Demonstrieren, Stunk. Irgendwas Scheiße finden, Stunk. Doch, du kannst auch ausmachen.
Namaste, namaste, namaste. Ding, ding, ding.